Jack Slammer, heute Heimspiel an der 40. Musikfestwoche in Winterthur. Wie war es für euch, hier die Bühne zu rocken? Es war der absolute Wahnsinn. Und, ja, wir haben noch nie auf so einer grossen Bühne gespielt. Und es ist, wenn du hier raus schaust und die Menschenmengen siehst, das ist das Größte. Ja, schon beeindruckend. Ja. Ihr seid eine Winterthur-Band. Ganz abstreiten, dass wir so ein bisschen von den 70er Jahren inspiriert worden sind, können wir nicht. Es wäre ein bisschen zu einfach gesagt, dass das nur 70er Jahre Rock wäre. Das Debütalbum ist jetzt schon eine Zeit aus. Wie heisst es? Das aktuelle Album, das heisst Noise from the Neighborhood. Und es ist eigentlich nur bei uns erhältlich nach Konzert. Und wir sind. Oder per Mail, ja. Wie entstehen Songs bei euch? Schlussendlich schreibt jeder irgendeinen Teil dran an und wir schreiben eigentlich so in der Band. Es kommt gar nicht darauf an, wer ein Riff herausfindet, ob es der Sänger ist, der eine Melodie im Kopf hat, oder ein Gitarrist, oder auch der Schlagzeuger, der irgendwie findet, man macht es so. Irgendwo fängt mal ein Song an und irgendwann hört er mal auf. Der Hosti und seine Eltern haben im Döstal, mega weit oben, ein kleines Häuschen, wo man noch mit Holz führen muss und mit Holz auch kochen. Also, ich meine, den Ofen einheizen. Und es ist, dort sind wir ein Wochenende hin und haben umgetüftelt und Songs und gemacht. Und ja, dort war schon eine gute Voraussetzung eigentlich für das neue Album, das kommt. Habt ihr alle Musik studiert oder was habt ihr für einen musikalischen Background? Musik studieren ist eigentlich nur unser Schlagzeuger und der Rest von uns sind alles Amateurmusiker. Wir spielen aber doch schon halt 8 Jahre in dieser Formation eigentlich zusammen und haben uns eigentlich über das Newcomer, wir sind ein bisschen eingespielt, denke ich mal schon. Wir spüren relativ gut, wie wir gegenseitig agieren. Der Sound, wie er halt kommt, hat sicher mit dem zu tun, dass wir uns gut kennen und so. Und ich denke, das macht das aus, was wir schlussendlich auch anbringen, dass den Leuten eigentlich gefällt, was wir machen, ohne dass wir es eigentlich genau wissen, an welcher Komponente das liegt. Die Latte in Winterthur ist relativ hoch, irgendwie, denkt es mir. Die Qualität ist gut, es gibt viele Bands. Wie seht ihr da die Winterthurer Musikszene? So ein Konzert wie heute an der Musikfestwoche, es ist schon so. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Ritterschlag irgendwie, so in dieser Winterthurer Musikszene. Wie weit sind ihr mit eigenen Videoclips? Das ist in der heutigen Zeit mega wichtig irgendwie, dass du über das Internet verbreitest du dich halt momentan viel besser als halt weiter, als wenn du einfach nur auf Konzerte setzt, wo am Anfang ziemlich lokal sind und dann ein bisschen halt, ja, auch erst schweizweit irgendwie so ein bisschen rumgehen.